Moment, das stimmt nicht. Jetzt. Da sind wir wieder zu Dark Souls 2 mit Undyne aus Undertale, dieses Mal im Iron King DLC. Dich lassen wir mal schön in Ruhe, weil du machst nichts. Okay, macht nichts ist relativ, aber... Genau, wir wollen da runter. Okay, schaffen wir das? Ja, hier. Dexterity Ring, das ist nicht das, was ich möchte. Kannst du nicht einfach zu Undying sie Undying werden? In Dark Souls 1 habe ich das ja sogar gemacht, aber in Dark Souls 2 halt höchstens durch den Einsatz von Cheat Engine oder halt wenn ich den Brightbug Glitch zählen lasse. Hier geht's lang, so rum. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in Dark Souls 2 noch passieren wird, dass wir einem Boss begegnen, der das rechtfertigen würde. So in Dark Souls 1 hat es halt auch gut gepasst, weil wir da den Prompt-Swapping-Glitch hatten. Dark Souls 1 gibt es ein Video zu. Kann ich nur empfehlen, bin ich relativ stolz drauf. Ich hatte ja Zweifel, dass das Video dazu zu Dark Souls 2 da rankommen wird. Moment, die Dinger können wir auch kaputt machen. Und ich habe auch Dark Souls 1 die Streams hatte ich noch gehabt, als ich den Watch-Channel gemacht habe. Das heißt, das kannst du dir sogar in komplett angucken. Aber ja, das stimmt schon. Man sollte Dark Souls erstmal blind durchspielen. Oje, wo will ich denn zuerst hin? Tonight Re-Riot, ich habe mir die Steam-Seite mal angeguckt. Nee, was ich mir heute mal gekauft habe, war Slinky. Weil das nur 1 Euro kostet, selbst ohne Sale. Aber ich sag mal so, wenn das Spiel kostenlos gewesen wäre, dann hätte ich lieber das kostenlos behalten. Weil das Spiel hat eine gute Idee und macht nichts damit. Und ich weiß nicht, also ich habe es eine halbe Stunde gespielt. Ich glaube, das Spiel hatte Spielzeit von 1,5 Stunden. Ich hatte nach der halben Stunde aber auch schon keinen Bock mehr, weil ich sah nicht, dass da noch irgendwas Interessantes kommt. Und ich fand, dafür war es zu unterentwickelt. Es kam zwar ein Boss, aber wie gesagt, dafür hatte ich das Gefühl, es war zu unterentwickelt. Und auch von der Steuerung her, also ich habe es mit Dings gespielt. Mit Controller. Aber anscheinend ist es dafür gar nicht ausgelegt, was ungünstig ist. Und es hat halt auch. Es schreit halt einfach Billo Unity Port. Was echt schade ist, weil wie gesagt, die Idee dahinter war eigentlich total cool.
So, normalerweise sollen wir das Ding zerstören, aber ich behalte meine Smelter-Wedgets erstmal. Aber ich kann dir nur empfehlen, Dark Souls ist schon echt nice. Als Trilogie und auch als einzelnes Spiel. Ich muss zwar sagen, dass ich bei der Lore, zum Beispiel, da bin ich überhaupt nicht drin. Beziehungsweise ich weiß zwar inzwischen doch einiges, aber ich bin jetzt keiner, der ewig tief gräbt. Weil ich manchmal tatsächlich finde, dass man es sich da ein bisschen sehr einfach gemacht hat und einfach es so geschrieben hat, dass sich die Spieler praktisch alles zusammenreimen und praktisch nicht die Story selber schreiben. Was man, finde ich, durchaus auch als Faulheit auslegen kann. Aber auf der anderen Seite hat das Spiel halt echt krasse Themen und dafür respektiere ich es. Also die Story an sich ist wirklich weniger interessant wie die Themen, die sie hat. So. Ihr explodiert. Ich sagte ja, ihr explodiert. What? Was war das denn bitte? Will ich den Drop haben? Was war das denn? So, 2 Treffer reichen für die. Warte, hier gab es doch so einen Skip, oder? War das hier schon? Irgendwo hier gab es einen Skip. Der benutzt Wimefall nämlich ständig. Gefühlt zumindest. Machst du, wenn du fertig bist, an Dark Souls als Sans? Ich wüsste nicht, wie ich Dark Souls als Sans machen sollte, weil es... In Dark Souls 3 gibt es einen Zauber, der zu ihm passen würde, aber den bekommt man viel zu spät. Und Sans würde man ja dann auch als One-Hit-Point-Wonder spielen. Hi Donix Pablo, willkommen zum Stream. Wie kommt man da drüben dran? Ich sehe es und ich möchte es haben. Ist wahrscheinlich total die Zeitverschwendung, aber ich möchte es haben. Wenn ich fertig bin, kommt ja erstmal Dark Souls 3 mit Undyne. Und danach wäre der nächste Stopp tatsächlich Asgore. Okay. Das ist... Dark Souls als Siedler. Hätte Siedler irgendwas an Charakteren mit Wiedererkennungswert und klar definierten Fähigkeiten, würde man sich das glatt überlegen. Aber am ehesten haben wir Conqueror und ihre Kräfte, abgesehen davon, dass sie überhaupt nicht für Dark Souls geeignet sind, variieren auch je nachdem, was gerade irgendwie der Plot braucht. So, Gestaltwanderin in einem Moment, dann bombt sie irgendwie Gras weg.
Juhu, Lagerfeuer. Entweder Schwertkämpfer oder Bogenschützen spielen. Ja, das wäre aber langweilig. Es geht ja gerade darum, dass du halt einen Charakter hast. Sag mal. Das ist wirklich unhöflich. Funkelndes Titanit. Brauchst du aber auch nur, wenn du bestimmte Waffen hast. Ansonsten ist das Zeug so nutzlos. Öffnet sich nicht von dieser Seite aus. Also mit anderen Worten müssen wir direkt wieder hier rausgehen. Da können wir uns nass machen, wenn wir wollen. Also dieser Raum hier ist echt cool. Ja. Also ich weiß, dass wir da runter müssen, wo wir vorhin waren, aber gibt es vielleicht noch einen besseren Weg? Ja, gibt es. Kannst du mal aufhören, Leute einfach irgendwelche Speere in die Schulter zu rammen, sonst gehört sich ja eben nicht. Man muss ja dazu sagen, Undyne, man denkt es nicht, aber die hat ja auch Erziehung genossen, ne? Wenn sie verfolgt einen, man wird angerufen und sie bleibt einfach stehen, weil sie sieht, dass du am Telefonieren bist und es unhöflich ist, dass man Leute am Telefon unterbricht. Und ich meine, sie bringt dir ja auch erstmal bei, wie man sich gegen ihre Angriffe verteidigt. Radiant Life Gem. Ah, ich glaube, man kann den einen Gegner töten, der da ist, und dann hilft er den anderen nicht in der Arena. Oder? Nee, an dich kommen wir nicht ran, ne? Können wir? Nein. Durch diese Gitterstäbe können wir nicht durchschießen. Wow. Au, au, au. Also der Raum. Weil warte, die Gegner sind, glaube ich, anfällig für die Schädel, ne? Da erinnere ich mich gerade. Also man lernt in den Videos auch was. So, ganz ehrlich, scheiß auf Wurfmesser.
So, ganz ehrlich, ich würde sagen, wir befassen uns mit den Gegnern einfach nicht. Da es dazu überhaupt keinen Anlass gibt. Ich wüsste gerne, was der Deal mit denen hier ist. So, es wird nicht Fetti abhalten. Ja klar. Dreh dich einfach mal dreimal um deine eigene Achse wie ein scheiß Fidget Spinner. Funkelndes Titanit. Was willst du denn? Beyblade. Ich meine, es gibt Builds, die das können. Eigentlich muss ich mal ein Video dazu machen mit einem Anacopter aus Siedler 4 und dem Lied. Werde ich direkt erstmal entmonetarisiert wegen dem Lied. Na, wenigstens bin ich größtenteils immun gegen Schaden, solange ich in der Animation bin. Dark Souls 3 hat das ja zu einem... zu einem lächerlichen Ausmaß gebracht, weil du da einfach bei jeder Animation, die dich irgendwie lockt, also gerade Türen öffnen und so, bist du einfach grundsätzlich unverwundbar. Ich meine, ich finde es an sich nicht schlimm, aber es ist halt schon ein bisschen krass. Flame Quartz Ring. Ich würde schon sagen, die Tür ist immer noch offen. Titanite Chunk. Nicht übel.
What? Ja, nee, ist klar. Dark Souls als fürs Quäligkeit, du kannst safe staten. Ich meine, das tue ich ja schon mit den Lagerfeuern. Ich meine, Frisks Fähigkeit ist im Grunde genommen nichts Besonderes, wenn man es auf Videospiele als Allgemeines halt münzt. Also ich habe tatsächlich insgesamt 3 solcher Runs hier geplant. Undyne, wie gesagt, Asgore und auch jemand anderes. Es gäbe noch 2, die gingen vielleicht irgendwie, aber auch nicht so sauber, finde ich. Und vor allem möchte ich halt auch nicht, dass es sich doppelt. Also von der Art und Weise, wie sich die Charaktere spielen. Also Toriel zum Beispiel. Wenn man Asgore macht, wäre Toriel einfach nur Asgore ohne Dreizack. What the fuck? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Okay, nope, 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 nope. Sollte vielleicht auch anmerken, dass ich an diesem Punkt fast so viele Level habe wie in meinem ersten Run. Weit über Level 200. Minecraft als Undyne, Minecraft als Fisch durchspielen. Ich meine, es gibt ein Datapack, womit du praktisch unter Wasser atmest, aber halt nicht über Wasser atmen kannst. Also im Prinzip das Gameplay einfach ein bisschen getauscht wird. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe selber nicht gespielt, aber da gab es ein paar interessante Sachen. Ich wollte schon sagen. Na, gucken. Kommt ihr auch hier hin? Beziehungsweise folgt ihr mir über die Kette?
Oh, der Typ ist so ein Wichser. Das Ding ist... Habe ich jetzt eine KI kaputt gemacht? Ich könnte seine KI kaputt gemacht haben. Und ich glaube, er hat gerade Estus getrunken. Da stehen auch noch zwei andere Gegner. Ja. Na komm. Okay, ich glaube, ich habe noch nicht seinen Fluchtinstinkt getriggert. Seine KI scheint noch ein bisschen verwirrt zu sein. Weil das Ding ist, so nach der Hälfte will er eigentlich weglaufen. Oder er kommt wieder hoch, wenn er sich heilen konnte. Das ist auch gut möglich. Wir machen einfach 1000 Damage mit einem Backstab. Jo, da unten verschanzt er sich jetzt. Und da unten werden wir verflucht. Das heißt, wir verlieren dann grundsätzlich die ganze Zeit Max Gesundheit. Oh, und ich glaube, die bleiben auch nicht tot, ne? Oder wie war das? Na, kommst du auch wieder hoch? Mir reicht, wenn ich ihn wieder hochlocken kann. Das ist... Ja, er bleibt halt nicht tot wegen... weil das eine Vieh da unten ist. Was passiert, wenn man verflucht wird? In Dark Souls 1 bist du sofort verreckt. In Dark Souls 2 funktioniert es ein bisschen anders. Du verlierst einfach nur Max Gesundheit, als wärst du gestorben. Praktisch eine Stufe. Oh, du willst schon wieder abhauen? Wenn so mächtig du bist, wieso gehst du dann? Geht aber nicht anders. Wir müssen unbedingt... Hier müssen wir so ein Ding verbrauchen. Dass wir... So, ich glaube, das sollte verhindern, dass...
wir noch mehr drauf... Okay, wir kommen hier nicht raus. Aber sollte verhindern, dass die Gegner die ganze Zeit wieder aufstehen. Okay, fick dich. Aber wir werden das wieder los, wenn wir gleich eine Human Effigy verschlingen und dann wieder menschlich werden. Also das ist auf jeden Fall nichts, was uns besorgen sollte. Wir gehen einfach nur wieder dahin, machen es diesmal richtig. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was da unten in dem Turm ist. In Dark Souls 1 ist der Fluch werden richtig fies. Ich frage mich, ob es möglich ist, ihn überhaupt zu töten, ohne dass er abhaut, bevor er abhaut. Au. Ja, ist ja gut. Ich hab verstanden, du hast es überlebt. Mit 2 HP oder so. Aber ihr steht zumindest nicht wieder auf. Also solange die wieder aufstehen können, ist der Kampf eigentlich nicht zu gewinnen. Würde ich mal behaupten. Ah, das hat nicht getroffen. Ja, okay, ist gut. Wenn du den Knopf drückst, erst sofort ein Death Note, aber das würde bedeuten, dass du ein Death Note in die Menschenwelt bringst. Wenn es dir geklaut wird, wer weiß, was passiert wäre. Ja gut, der Trick ist ganz einfach. Lass nicht zu, dass dir das Death Note geklaut wird. Und vor allem notfalls kannst du das Death Note ja auch noch zerstören. Ich meine, es kann durch menschliche Mittel zerstört werden. Ob das dem Shinigami, der daran gebunden ist, so passt, ist halt die Frage. Wenn es ein Shinigami mehr so vom Schlag Rem ist, dann ist das ja sogar kein Deal. Aber wenn es eher vom Schlag Ryuk ist, ich weiß nicht, ob er das so gut... Wobei, er hat mit der Eventualität geplant.
Doch, Ryuk hätte auch kein Problem damit, glaube ich. Es gibt zu diesem Buch kein Shinigami. Das wäre mega OP. Also finde ich, weil es nach den Regeln des Death Notes ein Death Note-Nutzer nur von dem Shinigami getötet werden kann, dem das Death Note gehört. Die Frage ist halt, was passiert, wenn denn an dieses Death Note kein Shinigami gebunden ist? Das würde bedeuten, dass kein Shinigami mich töten kann. Unter Umständen. Also je nachdem, wie die, was die Regeln des Death Notes dazu sagen. Aber ich glaube, das ist so ein Edge Case, der ist tatsächlich nicht beschrieben. Würdest du den Knopf drücken und das Buch nehmen? Ja. Ich meine, es gäbe keinen Grund, es nicht zu tun, außer dass es mich halt charakterlich wahrscheinlich komplett verderben würde. Aber das stört mich ja nicht. So, ich glaube, hier könnte der eine Ring schon mal helfen. Stone Ring macht an diesem Punkt, glaube ich, jetzt auch nichts mehr. Aber Feuerresistenzring im Feuerland. So, damit wir jetzt nicht mehr aussehen wie Beef Jerky. Die halten einfach so viel aus, die Typen hier. Oder, gut, ich weiß nicht, ob es Typen sind. Au. Alles klar, mach mich erstmal zu einem Pfannkuchen. So, bei ihm muss man aufpassen, weil aus der Schulter kommt Lava. Oder halt geschmolzenes Eisen. Also fast Lava.
Moment. Ein paar Feuerbomben. Okay, das kriegen wir nicht auf. Doch, von der anderen Seite. Wir öffnen mal alle Gitter, dann können wir nämlich, falls wir sterben, hier problemlos durchlaufen. Okay, ich hatte irgendwie im Kopf, dass ihr explodiert. Aber anscheinend nicht. Okay, doch, sie versuchen es, wenn sie verletzt sind. Okay, aber sie können es auch abbrechen. Mit anderen Worten, sie sind schlauere Creeper. Wobei, Creeper können es auch abbrechen, das ist Blödsinn. Au. Drachenknochen. Wow. Okay, viel Poise hat Rachel hier anscheinend nicht. Dafür ist das Schwert vergiftet. Okay. Also das kriegen wir wieder an, aber das ist nicht das, was wir suchen. Aber was bringt uns denn jetzt weiter?
Wow, wo kommst du denn her? Okay, ich glaube, das ist zu tief. Hat dein Freund eigentlich schon was von meiner kommunistischen Propaganda mitbekommen? Ja. Ja, bitte sprengt euch alle gegenseitig in die Luft. Da habe ich gar kein Problem mit. Jetzt, wo wir den Autoschlüssel haben. Was sagt ihr dazu? Das möchtest du nicht wissen. Und spielt auch keine Rolle. Genau, lasst mich mal schön hier raus. Ah, da sind wir wieder hier. Und da sind wir wieder hier. Dann können wir uns langsam an die Bosse machen. Ich habe meine Zweifel, dass sich irgendjemand freut, wenn ich das Manifest der Kommunistischen Partei in meinem Regal habe. Oder auf meinem Schreibtisch. So, wir wollen eine Etage runter. Ich würde mich drüber freuen, aber du lebst nicht mit mir in einem Haushalt. Ja. Kann ich da überhaupt schon hin? Ich habe auch hier gegen den optionalen Boss nie gekämpft.
Titanit, Titanit. Nee, das ist einfach nur irgendein Kraut. Power Key. Ach ja, wie schön. Aber ich glaube, wir haben bekommen, was wir brauchten. Boah, war das laut. Also Dark Souls 2 macht auch sehr wenig Gebrauch von falschen Wänden, finde ich. Iron Passage, genau. Excuse me. Also das Ding hier zu öffnen war ziemlich nutzlos. Ich kann es aber auch nicht wieder zumachen. Komm her. Alles klar, mach mich erstmal langsam. Ah, ich glaube, an sie käme ich von der anderen Seite aus ran. Ja, klar. Ist okay. Ist voll okay.
Aber das ist das Ding mit den optionalen Bossen. Die Bosse sind nicht so schlimm wie die Gegner auf dem Weg zu ihnen. Aber dieser Boss ist zumindest schwach gegen Blitzschaden, so wie ich das gehört habe. So, warum sollte ich hier das jetzt aufmachen? Ich sehe keinen Grund dazu. Sieht einfach nur aus wie eine Noob-Falle. Warte, Feuerbombe. Okay, das interessiert sie gar nicht. Aber gut, ist doch klar, dass die Gegner im Feuer-DLC feuerresistent sind. Dann holen wir mal lieber wieder unsere Wurfmesser. Wow, was für aufregendes Gameplay. Au. Okay, keine Explosion, da bin ich gerade ganz dankbar für. Okay, Magieresistenz ist halt off the charts hier.
Au. Ich unterbreche keinen Bosskampf in der Werbepause. Also, das kriege ich logistisch schon gar nicht hin. Eine Schwefelmine würdest du während eines Bosses schon bauen. Wo denn? Womit? Mit meinen Seelen? Boom! First try! Zwar mit Life-Gems, aber trotzdem. Und gefühlt war dieser Boss hier schon lukrativer als alles in dem vorherigen DLC. Wow, eine Seelenmine. Wat? Das hier ist nicht Cookie-Clicker. Auch wenn es wesentlich einfacher wäre, wenn es Cookie-Clicker wäre. Boah, meine Hände. Ich glaube, es wird Zeit, das Fenster mal aufzumachen und was zu trinken. Und ich glaube, was sagt die Spielerinfo? Ja, es wird auch Zeit für Bear Seek Seek Lest. So. Dann machen wir Jula. Warte, nein. Warum hast du deinen normalen Dialog nicht mehr? Okay, es ist nicht Bear Seek Seek Lest, es ist nur Bear Until. Wow. Zwei Life Gems.
Aber ich überlege gerade, wenn man im Nether eine Mine baut, ist das nicht im Grunde genommen eine Seelenmine, weil du dich ja auch durch Seelensand und Seelenerde gräbst? Dann geh jetzt in den Nether und teste es aus. Nee. Ich meine, ich habe ja schon im Nether eine Mine gegraben. Okay, sein Magma macht mir kaum Damage. Oder sein geschmolzenes Eisen, besser gesagt. Also der Ring tut, was er soll. Meinst du, Undyne ist Humanistin wegen den roten Haaren? Keine Ahnung, findest du, dass Mario kommunistisch ist? Gibt ja dieses schöne gefotoshoppte Bild von Stalin im Mario-Outfit. Was überhaupt nicht cursed ist. Aber du musst bedenken, Undyne ist die Anführerin der königlichen Garde. Die Gegner hier gehen gerade auch nicht drauf. Dass ich lasse die Kiste Kiste sein. Ah, da sind wir ja schon beim anderen Boss. Also die DLCs sind, wenn man sie kennt, auch nur eine Sache von 1,5 Stunden. Selbst mit den optionalen Geschichten. Also auch mit optionalem Boss.
Oh boy, oh boy. Wenn Mario kommunistisch ist wegen dem roten Outfit, was ist denn Luigi? Luigi ist heimlich Kapitalist und deshalb wurde er immer in der Familie gemobbt und deswegen hat er kein Selbstvertrauen. Das ist jetzt Canon, Nintendo. Da kannst du nichts dran machen. Ich sollte vielleicht auch die Stücke von der Seele mitnehmen. Lasst mich hier raus, hallo. Immer schön, wenn man zwischen den Gegnern hängen bleibt. Luigi ist grün, weil er biologisch abbaubar ist. Das ist schon ein bisschen fies. Aber ich bin echt gespannt auf den Super Mario Film. Also auf den neuen mit Chris Pratt. Eigentlich fand ich Luigi tatsächlich immer cooler als Mario. Oh, ich habe hier die ganze Zeit versucht, in Super Mario Galaxy Luigi freizuschalten und dazu brauchtest du alle Sterne. Das habe ich tatsächlich erst als Erwachsener geschafft. Weil meine Strategie, an die Erfordernisse des Spiels anzupassen, war als Kind tatsächlich nicht so meins. Ich glaube, ich habe nur etwa 100 von 120 Sternen geschafft. Dark Souls 2 ist der Liminal Space der Dark Souls-Reihe. Was? Ich weiß, dass es der Dark Souls heißt, den gefühlt niemand mag. Obwohl der Hater gegen eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Trotz, auch wenn Dark Souls 2 ein paar zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat. Fume Knight, ja, der war ein bisschen heftiger. Wogegen war Fume Knight anfällig? Nur, dass wir die richtige Waffe verwenden. Okay, Feuer oder Magie macht einfach null Unterschied bei ihm. Ich sag mal so, Dark Souls 2 hat ein paar andere Schwertpunkte gesetzt, als es Dark Souls 1 und 2, 3 getan haben. Au. Aber das auch alles so viel Ausdauer kostet, das ist tatsächlich etwas,
Das hätte man ruhig noch patchen können. Aber in das Weltdesign vom ersten Teil kam halt auch wenig ran. Aber auch nur von der ersten Hälfte vom ersten Teil. Weil leider das Weltdesign in dem Moment, in dem du dich teleportieren kannst, komplett vernachlässigt wird. Also zumindest die Verbindung zwischen den Orten. Au. Okay, Phase 2, glaube ich. Dark Souls 1, der Hälfte ist auch nicht wirklich schlechter. Anor Londo war aber auch schon ein Schritt nach unten. Und auch einfach generell die anderen Bereiche. Also Lost Isolith, ja, ist das Schlimmste vom ganzen Zeug. Mache ich auch definitiv nicht nochmal. Also in Zukunft werde ich wahrscheinlich immer den Shortcut nehmen. Ich finde es halt in Dark Souls 2 ist es am einfachsten, absurd hoch zu leveln. Aber ich fand das Bonfire Aesthetic System eigentlich ganz cool. Also ich finde, das hätte man in Dark Souls 3 in irgendeiner Weise beibehalten und weiterentwickeln sollen. Ich glaube, dass man gegen Bosse nochmal kämpfen kann, bringt, glaube ich, auch die eine Dark Souls Mod auch wieder zurück. Die eine von den beiden großen. Wenn nicht sogar beide in irgendeiner Form. Easy. Easy. Nee, aber ich meine, eine Grab der Riesen war schon nicht mehr wirklich angenehm oder schön. Was gab's noch? Weil die DLC-Orte sind grundsätzlich gut. Aber was war denn das dritte? Lost Isolith, Tomb of Giants. Ja, New London Ruins zähle ich mal nicht zur zweiten Hälfte, weil die kannst du auch schon vorher machen. Was war denn das, hier, Duke's Archives. Ja, die waren okay, aber auch eher, denen fehlt halt auch dieses Verbundene. So. Jetzt noch Sir Alon.
Ich hatte mit Dark Souls 1 auch keine Probleme, sagen wir es so, aber... Ja, man, also wenn man sich die gesamten, das Ding als Gesamtbild anguckt, merkt man halt schon, man muss halt wirklich den direkten Vergleich gucken zwischen den ersten paar Gebieten und den Gebieten später. Und dann wird das auch sehr deutlich, dass die nicht wirklich annähernd auf einem Level sind. Aber einfach auch, weil die ersten Bereiche einfach so... seinen hervorragenden Maßstab gesetzt haben. Da finde ich halt das Dark Souls 2 stärker, weil es halt in den also bis auf die DLCs in den meisten Gebieten nicht herausragend ist, aber halt seine Qualität ziemlich konsistent beibehält. Also hier hast du wirklich eigentlich keine wirklich krassen Fälle, wo die Qualität komplett den Bach runtergeht. Dafür hast du dort auch wenig, was wirklich hervorsticht. Ich meine, Forest of Fallen Giants war noch relativ gut. Das ist nicht der Druide, wo ich hin wollte. Ich wollte zu Sir Alon. Dark Souls 1 kann man immer wieder entspannt in ca. 3 Stunden durchspielen. Bitte was? Wie schnell speedrunnst du denn bitte dadurch? Also 3 Stunden für die erste Hälfte, okay. Und NG Plus auch okay. Ja, da kommst du halt durch, kannst du halt durchrushen. 2 Stunden für die erste Hälfte. Was? Also gut, wenn ich schnell dran bin, geht das sicher auch, wenn alles glatt läuft. Das war der Weg zu Sir Alon, oder? Nein. Hier bin ich definitiv falsch. Wir müssen das da nehmen. Oder? Hä? Nee. Ich bin verwirrt. Wir müssen hoch. Der Generalschutz. Ja, den verwende ich aber ich meine, den habe ich im Unrun Run verwendet. Das war mein zweiter Run insgesamt. Aber Generalschlüssel, ja, bestes Item. Da gibt's, wow. Danke, Dark Souls. Aber Generalschlüssel, ja, bestes Item. Ich bin mal gespannt auf die Daughters of Ash Mod, weil da ist der Generalschlüssel tatsächlich echt nur, einmal einsetzbar.
Was wiederum dazu führt, dass ich ihn wahrscheinlich gar nicht einsetzen würde. Weil ich nicht wüsste, welches Gebiet sich am ehesten lohnt zu überspringen. Und du weißt ja auch nicht vorher, für welchen Schlüssel, welche Tür er vorher den Generalschlüssel einsetzen würde. Also du wirst ja dann nicht gefragt. Rightbug, das ist ganz nett. Aber auch das ist nicht der Droide, den ich suche. Hier waren wir doch schon mal. Hier, aber das hier haben wir noch nicht gesehen. Boah, ich werde ganz kirre hier von den ganzen Aufzügen. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Bleib am Boden. Okay, also wir hätten, glaube ich, sogar noch Smelter. Wobei, dürfen wir eigentlich nicht haben, weil wir haben 6 eingesetzt, meine ich. Und wir haben, meine ich, keine weiteren bekommen. So, ich glaube, ihr seid nicht im Einfluss, bist nicht im Einflussradius von dem Ding. Dark Souls 3 spiele ich eher für Late Game PvP und den Ring City DLC. Ring City war schon cool, ja. Aber Medea hat tatsächlich echt, also ich finde, Medea ist tatsächlich der krasseste von den Dark Souls Bossen. Ich habe ihn auch nicht auf die Weise besiegt, wie man ihn besiegen soll. Weil ich habe letztendlich einfach ein Faith-Build reingehauen und dann Lightning Arrows missbraucht. Also dieses eine Wunder, das dir Blitz, Pfeil und Bogen gibt. Weil auf Reichweite macht dir Medea einfach gar nichts. Also auf Distanz. Vor allem du siehst dann halt auch mal, was er macht. Und dann kannst du auch seine Muster lernen. Aber wenn du ihn halt im Nahkampf bezwingen willst, dann siehst du halt die Hälfte der Zeit auch, hast du einfach die Kamera auch einfach das Problem. Ja, stimmt, hier war ein Lagerfeuer. Oh, sehr gut. Morakum und Blitzklinge.
cannot reside within memory for long. Ja, okay. Wobei, läuft dieser Timer eigentlich auch in Bosskämpfen weiter? Weil mir ist er bis jetzt zum Glück noch nicht während eines Bosskampfes leer gelaufen. Ich finde es auch so unnötig, hier auf dem Weg zum Boss noch große Gegner hinzuhauen. Oh, aber der Boden ist so cool hier. Au. Au! Fick dich! Ich mag die Art und Weise nicht mehr, wie sich Angriffe aus der Rolle steuern im Vergleich zu Dark Souls 1. Weil im Kampf gegen Manus, das sieht man, finde ich, auch in meinem Video sehr deutlich, konnte ich halt auch zur Seite rollen und dann mich immer noch zu ihm hindrehen und mit dem Speer angreifen. Und hier macht Undyne halt stur eine Rolle nach vorne. Ich finde, ich habe auch gerade keine Lücke zum Heilen. Das Ding ist, Brightbug Glitch könnte ich, glaube ich, hier auch gar nicht bringen, weil ich glaube, das hier zählt als Level-Transition. Das würde den Effekt direkt canceln. Wobei doch, das würde gehen. Da ist Wasser. Wobei ich nicht weiß, ob das Spiel es mag, wenn man in einer Erinnerung aus dem Spiel rausgeht und wieder reingeht. Ja, ist okay. Danke, Spiel. Ist er gegen Magie anfällig? Wahrscheinlich nicht, ne? DLC-Sachen sind grundsätzlich gegen nichts anfällig. Nee, 30% Resistenz macht einfach gar keinen Unterschied. Warte, laut dem Wiki hat diese Erinnerung kein Limit, wie lange ich drin bleiben darf. Die Versuchung ist da, mit dem Brightbug zu arbeiten. Komm, das Spiel sagt mir auch noch, ich darf nicht lange hier bleiben, aber wenn das Wiki recht hat, ist das einfach voll der Troll.
Spiel. Tu es nicht. Was ist das hier bitte für eine Scheiße? Warum hat man die DLC-Bosse mit so vielen Gegnern auf dem Weg platziert? Das Ding ist, dass du eigentlich bei den Bossen nicht ewig weit laufen musst, sondern halt es schnell wieder versuchen kannst. Oder ist das ein Umweg? Ich glaube, das könnte ist ein Umweg, aber wenn man mir sagt, es ist ein Zeitlimit vorhanden, dann laufe ich ja nicht noch ewig hier rum und erkunde alles. Also das ist einfach der Mega-Troll von den Entwicklern hier. Und dabei ist Sir Alon auch noch ein richtig guter Bosskampf. Also das, so im Gegensatz zu hier so Schmelzer-Dämon oder so, das ist ja einfach nur ein Klon. Das Coole an Sir Alon ist, wenn man es schafft, ihn zu besiegen, ohne dass er einen trifft, begeht das Seppuku. Werbepausen finden aber auch erst statt, wenn ich Zeit habe, sie zu triggern. Also sie sollten mit ein bisschen Vorlaufzeit eingelöst werden. Au. Aber noch sind wir im Spiel. Ah, sehr gut. Da sind wir ausgewichen. Au. Echt jetzt? Du hast einen Nutzlosium-to-Geld-Konverter erschaffen. Was? Also Geld für mich in gewisser Weise, ja, aber...
dass du das Geld dann verdienst, wenn du nicht arbeitest durch die Werbung. Ja, aber das Ding ist, Twitch-Werbung bringt halt so gut wie gar nichts. Am ehesten verdiene ich noch dadurch, dass Leute dann ihr Prime-Sub bei mir einlösen, wenn sie eins haben. Und es halt noch nicht getan haben. Ja klar, fang mit Blade Waves an. Let's Beyblade. Wovon hängt das eigentlich ab wann Sir Alon hier seinen Dings macht? Kommt drauf an, ob der Adblocker bei Twitch funktioniert. Du kriegst sowieso nicht immer Werbung. Auch wenn du kein Abo hast. Hört aber auch, lässt einem auch wirklich keine Lücke hier, ne? Ich kann mich nicht unbegrenzt oft heilen. Also, er ist schnell. Er ist richtig schnell. Eine grandiose Idee. Versuch mal, den Boss zu schaffen. Ich glaube, wir müssen gleich doch zu Undying, sie Undying werden. Au. Ich hätte vielleicht doch Agility auf 116 leveln sollen. Weil dann wäre das auch mit den Dodge-Iframes noch wesentlich einfacher.
Aber ich komme zum Teil auch... Ich komme auf zum Teil einfach nicht aus den Animationen raus. Um zu trinken. Diese scheiß magnetische Klinge hier. Ja, klar. Also ich muss den Knopf eigentlich spammen, wenn ich aus der Rolle heraus trinken will, weil sonst passiert es die meiste Zeit nicht. Das war zu früh. Das war auch viel zu früh. Das wird langsam echt teuer mit Estus. Ich hasse diesen Ort. Ich glaube, ich muss aber gleich mal den Feuerring austauschen, weil der hilft mir da unten eh nicht. Okay, wir rollen einfach zurück. Das bringt uns außer Reichweite von den meisten seiner Angriffe. Oh, er passt sich an. Au.
Au. Ah. Jetzt nicht die Konzentration verlieren. Das meine ich. In Dark Souls 1 hätte ich damit jetzt voll getroffen. Okay, jetzt nicht gierig werden. Ah. Okay, der Schlüssel zu Sir Alon ist einfach nur die allmächtige Rückwärtsrolle. Weil damit kommt er überhaupt nicht zurecht mit seinem Katana. Uff. Gibt's hier irgendwas zu sehen? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Genau, hier war noch so ein Ding, aber sonst. Kann man hier nur mit der gealterten Feder raus? Oder halt mit einem Homeward Bone? Oder halt, wenn man sich abmetzeln lässt? Das ist ein bisschen uncool. Aber wahrscheinlich auch mit dem Ashen Mist Heart, oder? Aber das ist ein Schlüssel-Item, oder? Nein. Aber damit ist das Iron King DLC auch abgeschlossen. Samt optionaler Bosse. Und das reicht auch für heute, weil für Ivory King DLC habe ich dann nicht mehr die Nerven heute. Aber ich denke, der nächste Stream für Dark Souls 2 wird dann auch der letzte sein. Vorausgesetzt, ich habe nicht massive Probleme mit dem DLC. Beziehungsweise... Es zieht sich nicht so lange hin, dass ich danach noch sage, das Ende machen wir doch in einem separaten Stream. Aber das Ende ist danach eigentlich eine Sache von weniger als 30 Minuten, wenn es gut läuft, weil für die letzten Bosse sollten wir jetzt eigentlich richtig OP sein. Anyway, ich danke fürs Dabeisein. Ich rendere das durch und wir sehen uns dann am Samstag bei Minecraft, wenn alles gut läuft. Mit der Stadt, die wir endlich bauen wollten, oder zumindest dem Teil der Stadt, den wir endlich bauen wollten. Ich habe das soweit vorbereitet. Wir sehen uns dann.